Heute habe ich eine charmante junge Frau bei mir, die powerful ist und sich trotzdem diesem Interview stellt. Es ist die Caroline Leffert aus Binzen. Hallo Caroline. Ich darf Caro sagen, wie das die Freunde und Mitarbeiter von Ihnen auch machen. Es freut mich. Wer sind Sie? Sehr gerne dürfen Sie Caro sagen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, Herr Heidacher. Und ja, wer bin ich? Ich bin verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder, wohne wie gesagt in Binzen seit 20 Jahren und habe 2 Hunde. Schön. Sie kommen ja ursprünglich aus Stuttgart, haben genau. Dort Ihr Abitur gemacht in Englisch und Französisch. Das waren damals noch Leistungskurse, genau. Ja. Bin in Stuttgart aufgewachsen und bin bis Mitte 20 in Stuttgart gewesen. Aber inzwischen sprechen Sie auch noch Spanisch und Italienisch. Oder können Sie sich gut verständigen auf jeden Fall? Ja? Auf jeden Fall. Wir sind, ja, mein Mann ist Amerikaner und meine Schwester hat einen Italiener geheiratet und einen Sizilianer sogar. Und von daher ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man ein bisschen Italienisch kann. Sind Sie ein Sprachgenie? Mit dem Wort Genie würde ich aufpassen, ganz gewiss nicht. Ich habe einfach vielleicht so meine Nische. Ich bin nicht allzu gut in Naturwissenschaften und Mathematik. Ich glaube, ich kann eher die Sprachen. Also das fällt mir ganz leicht. Sie wohnen jetzt 20 Jahre in Binzen. Warum eigentlich Binzen? Was ist da so sensationell in Binzen? Ich war dann längere Zeit in Bremen, habe da auch gearbeitet. Die Kinder sind in Bremen auf die Welt gekommen. Mein Mann ist dann von Bremen, das war damals noch Süscher, ist er nach Lörrach versetzt worden. Und wir haben einfach geguckt, wo wir eben hier unten was bekommen. Es hieß, eigentlich man sollte nach Lörrach ziehen. Mir war Weil immer sympathischer. Und ich habe also zu meinem Mann gesagt, ich möchte gern erstmal nach Weil gehen. Wir waren ein paar wenige Jahre in Weil. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit dem Schulsystem befasst und habe gedacht, ich möchte gerne den Schulbezirk Vorderes Kandertal. Und dann haben wir uns umgeguckt und dann ist es Binzen geworden. Und Ihr Mann hat sich halt gleich wohlgefühlt dort? Ja, er hat, also das ist, Bremen hat ihm nie so gefallen, Regen und so. Und hier unten ist ja das Klima doch sehr viel schöner und doch wir fühlen uns sehr. Was machen Sie beruflich jetzt? Ich unterrichte an der Volkshochschule und ich bin auch an der Leopoldschule. Englisch unterrichte ich. Und damit sind Sie ausgelastet? Eigentlich wäre ich ausgelastet, aber... Gut, da reden wir noch drüber. Ausgelastet. Genau. Sie leiten ja auch das Sprachcafé. Genau. Wie muss ich mir das vorstellen? Also das ist, wir sind eine Gruppe von, ich komme von der englischen Seite, von der deutschen Seite, es ist so eine Art Café International. Das heißt, man trifft sich einmal im Monat und das Schöne ist, man kann einfach kommen und man spricht eben, je nachdem, man kann Englisch sprechen, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch und es gibt also auch viele Leute, die können eben mehrere Sprachen und man kann also vom Tisch zu Tisch gehen. Wobei wir das im Moment so ein bisschen auf Eis gelegt haben. Wir haben dieses Semester nur eine Veranstaltung im Mai, einfach um mal zu gucken, wie ist denn der Bedarf. Mit Ihrer Power, die Sie da drauf haben, wenn Sie ein Hobby haben und das ausführen, ist das richtig, dass das Hobby dann eigentlich fast zu Beruf wird von Ihnen? Ja, also ich glaube, ich könnte nichts irgendwas machen, wo ich nicht dahinter stehe, wo ich keinen Spaß hätte. Ich habe das Glück, dass ich kann wirklich jeden Morgen aufstehen und ich kann sagen, ich freue mich auf den Tag. Ich bin einfach, ich freue mich aufs Leben, auf den Tag. Ich habe viel Spaß dran und ich glaube, das kann nicht jeder sagen. Wie muss ich mir denn eigentlich so einen Tagesablauf von Caro vorstellen? Kannst du das mal in kurzen Stichworten sagen? Wenn ich das ab und zu erzähle, dann gucken mich schon die Leute an und sagen, ups, ein bisschen seltsam. Also ich bin, wie sagt man, gibt es Nachtigall und Lerche? Ich glaube, ich bin definitiv die Lerche, die früh aufsteht. Was heißt früh aufstehen? Ja, also ich stelle mir keinen Wecker. Ich brauche also nie einen Wecker. Ich wache von alleine zwischen 4:30 und 5 auf und bin sehr munter. Und schnappe mir meine Hunde, die gar nicht unbedingt so gern so früh aufstehen.
Ich liebe das gerade im Sommer, wenn es dann so langsam hell wird, aber auch im Winter. Ich habe also so eine Stirnlampe und ich laufe und ich freue mich, wenn ich Füchse und Rehe und bei uns da oben sehe. Und ich gehe gern spazieren und bin dann schon, komme wieder um 5 und trinke meinen ersten Kaffee, lese beide Tageszeitungen und. Und dann? Frühstücken? Ja, frühstücken, genau. Man kann mich sehr früh anrufen. Aber ab 9 habe ich dann auch irgendwie, dann ist auch gut. Also ich gehe nicht um 9 ins Bett, aber dann ist auch mit den Anrufen so, meine ich. Also ja, wann kommen denn eigentlich diese ganzen Ideen von Ihnen? Ja. Läuft das zwischen, ich würde sagen, zwischen Tagesschau und Wetterkarte, aber das ist nicht möglich, sondern Sie stehen ja den ganzen Tag auf und ja. Den ganzen Tag. Also ich habe viel, ich bin jemand, der alles, was er lernt, alles, was er macht, ich muss alles schreiben. Ich konnte immer schon früher, wenn die Kinder mir einen Aufsatz vorlesen wollten von der Schule, konnte ich immer sagen, ich kann es eigentlich ganz schlecht hören, ich muss es selber lesen. Also ich muss lesen und selber schreiben. Und ich schreibe mir also viel, viel auf, oder auch wenn ich nachts wach bin oder mal aufwache, ich schreibe mir also viel auf. Ich habe also immer irgendwelche Kalender, auch wo ich selber schreibe oder auch im Handy, ich schreibe mir viel auf und Pläne, was ich mir alles, ja, was in der Zukunft kommt und... Kommen wir mal ganz kurz auf die, oder länger, auf die Herbstzeitlosen dazu. Wie sind denn die gegründet worden? Wie sind die auf die Idee gekommen? Also Herbstzeitlosen ist ja mein Lieblingsthema. Da muss ich sagen. Eben. Da kann ich ja wirklich stundenlang, ich weiß, wir haben gar nicht so viel Zeit, aber das ist 6 Jahre her und ich weiß gar nicht, was ich davor, ja natürlich, aber es ist einfach mein Baby und das muss ich wirklich sagen. Kurse unter anderem auch für Senioren. Mhm. Irgendwie hat sich das so ergeben und ich habe auch jetzt noch 7 Kurse, die ich also immer noch tagsüber mache für die Senioren. Und dann bin ich eben angesprochen worden, wäre das nicht was für dich, auch die Herbst, die hießen damals noch nicht Herbstzeitlose, die hießen Treffpunkt ab 50, glaube ich. Es war eine kleine Gruppe, also von ganz kleine Gruppe und die haben sich getroffen. Ich glaube, jeden zweiten Mittwoch und die haben dann Kaffee getrunken und dann gab es einen Vortrag. Aber der Name Herbstzeitlose hat nichts zu tun mit dem Film, mit dem Schweizer Spielfilm Die Herbstzeitlosen. Sie werden lachen. Wir haben natürlich, als wir angefangen haben, zum ersten Mal, als wir uns getroffen haben, als Herbstzeitlose, haben wir diesen Film gezeigt. War lustig, gell? Ja. Ich muss gestehen, wir haben den ja in Original Schweizerdeutsch gezeigt. Ich habe ja gar nicht genau verstanden, um was es ging. Ich habe ihn dann nochmal mir angeguckt. Den gibt es ja auch praktisch synchronisiert in Hochdeutsch. Aber er war natürlich sehr witzig. Und wir haben einfach einen Namen gesucht, der... Ja, wir wollten nicht irgendwie die jungen Senioren oder die jungen geblieben oder die Silver Server oder was es da alles gibt. Es ist einfach ein Name, den merkt man sich. Man hört den einmal und der bleibt drin. Wegen dem Schweizer Spielfilm nochmal zurückzukommen. Haben Sie Probleme eigentlich mit dem Alemannischen? Ich höre es unheimlich gerne. Es ist für mich ein ganz sympathischer Dialekt. Ich bin hier runtergekommen und habe gedacht, hier bin ich. Und Sie verstehen es auch? Wenn ich nicht müde bin und wenn ich mich konzentriere, verstehe ich es auf jeden Fall. Also das hier unten, ja, wenn ich weiter in die Schweiz reinfahre, wir waren Zürich Flughafen, da hat der Guide gefragt, ob er sprechen kann in Dialekt. Und da muss ich sagen, da habe ich schon, das war also sehr schwierig. Aber hier das Alemannische... Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, ja. Ja, ich muss vielleicht nochmal dazu fragen, wie kommt eine junge Frau wie Sie auf so eine Idee? Waren Sie... Nicht ausgelastet? Natürlich, eigentlich schon ausgelastet. Denn das braucht ja unheimliche Power. Ja, aber irgendwie, wenn ich was mache, dann, ich glaube, ich bin so ein bisschen Perfektionist. Also deswegen kann ich auch gar nicht so gut was abgeben. Ich mache es lieber selbst und dann ist es richtig, als wenn ich es erklären muss. Vielleicht klingt das... Die Kinder sind relativ nah zusammen. Also die sind nur 3,5 Jahre auseinander, die 3 Kinder. Mhm. Und die sind alle aus dem Haus gegangen. Und dann hatte ich auf einmal... Zeit. Ich brauchte mittags nicht mehr zu kochen und habe mich dann also wirklich da richtig reingekniet und habe gedacht, Mensch, man kann da was draus machen. Die Leute sind gekommen und am Anfang sind eben, es war Mittwochnachmittag und ich habe gedacht, ich will nicht nur Kaffee machen und Kekse anbieten. Wie muss man sich eigentlich diese Organisation vorstellen von der Herbstzeitlosen, wie wir das organisieren? Ich meine, Sie sind der Kopf, das ist ganz klar. Genau. Sie sind die Idee bringt, aber... Das alleine reicht ja nicht. Also ich bin unter dem Dach der Volkshochschule. Aha, das heißt, das ist, wenn irgendwas ist, Räumlichkeiten, Kopieren und so weiter,
ist immer gar kein Problem, klappt sehr, sehr gut. Ich habe ein wunderbares Team, das habe ich von Anfang an dabei, das ist praktisch unverändert. Das war eigentlich ganz interessant, es hieß, ich mache die Herbstzeitlosen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, ich habe ja so viele Englischkurse, ich frage einfach mal in den einzelnen Kursen, ob irgendjemand, wenn da mal einer mitmacht. Und da bin ich in den ersten Kurs gegangen und habe gesagt, könnte sich das jemand vorstellen? Und inzwischen haben Sie 550 Mitarbeiter, also Mitglieder. Inzwischen sind es 800. 800? Ja. Aber ich wollte nur sagen, von diesen, im ersten Kurs haben sich praktisch alle gemeldet und haben gesagt, wir machen alle mit und helfen. Mit, ja. Und das ist mein Team geworden. Also die sind von Anfang an dabei und die sind eben, wenn wir im alten Rathaus unten sind, sind wir regelmäßig am Veranstaltung. Ja. Die sind eben, dass sie mit Kaffee kochen, mit Kuchen. Das klappt sehr, sehr gut, da kann ich mich auf das Team Sie müssen sich mal vorstellen, 800, habe ich gesagt, 800 Mitglieder haben Sie. Das ist eine Fangemeinde von der Caroline Leffler. Wenn man das sieht, die Steigerung, da könnte ja jeder Popstar neidisch werden auf das. Also Sie machen das in dem Fall sehr gut, sodass die Leute begeistert sind. Sie können die Leute begeistern, ne? Das ist ein Geben und Nehmen. Also es ist so, früher sind die Leute gekommen und es waren für mich ältere Leute. Heute kommen die Leute zu mir rein zur Tür und ich kenne die mit Namen. Sie wissen sehr viel Internes. Genau, und das ist für mich einfach sehr, sehr schön. Also ich bekomme ganz, ganz viel zurück. Ein weiteres Zeichen von Beliebtheit ist ja, dass wenn Sie das Programm eröffnen und das bekannt geben, man kann sich anmelden über Internet, dass innerhalb 10 Minuten alles weg ist. Also das ist ein Wahnsinn. Ja, das war jetzt, wir haben am Freitag das gehabt, wir waren innerhalb von 5 Minuten, waren 3 Veranstaltungen ausverkauft. Und das tut mir immer leid für die Leute, die dann wirklich sagen, ich habe um 8:45 bin ich da, eine Viertelstunde später und das kann doch nicht sein. Ich sage, es tut mir leid, aber wir haben einfach auch nur so viel, ich mache das alleine, ich brauche ein halbes Jahr immer. Also das Programm ist jetzt rausgekommen und ich brauche jetzt wieder ein halbes Jahr. Ich bin jetzt schon wieder an der Planung von dem neuen Programm. Und das läuft alles über die VHS, ja? Die Organisation? Also ich mache das Programm und gebe es, das wird dann gedruckt da und ich habe aber noch nie irgendwie, dass jemand gesagt hat, das und das kannst du nicht machen. Gehen wir mal ganz kurz weg von den Herbstzeitlosen. Sie waren nach Ihrem Studium, waren Sie Übersetzerin in einem Patent an, genau. Jawohl. In Stuttgart und Killesberg, ja, habe ich sehr gerne gemacht. Aber war das zu wenig für das Temperament von der Karo? Ja, zu dem Zeitpunkt war das genau das Richtige. Das ist auch irgendwie, das ist noch in der Zeit, man ist jung, man geht viel weg, viel Party und zu dem war das genau richtig. Also heute, glaube ich, würde ich sagen, würde mir das nicht mehr reichen. Das war dann doch sehr trocken. Wenn man die Herbstzeitlosen wegnimmt und Ihren Englischunterricht anschaut, was machen Sie denn sonst noch? Also bei Ihnen bin ich alles böhnt jetzt. Okay, ja, also ich gehe gerne mit den Hunden spazieren. Ich gehe gerne, ich treffe gerne meine Freunde, meine Freundin. Ja. Wir gehen ins Kino zusammen. Ich mache ein bisschen Sport. Tennis früher ist ein bisschen weniger geworden. Man hat eben doch irgendwie, mache gerne E-Bike. Oh, ja, das kann man dir den richtigen Sportler nicht sagen. Für mich ist das aber einfach sehr, sehr schön. Mit dem E-Bike durch die und man schafft einfach locker mal 30, 40 Kilometer ohne und man sieht viel und man... Und Sie sind an der frischen Luft. Ich bin an der frischen Luft, genau. Okay. Ich reise gerne. Apropos Reise, Sie sind sehr viel in Amerika. Genau. Was reizt Sie denn an diesem Land, das ja eigentlich im Moment sehr unbeliebt ist, weltweit, durch Ihren lustigen Präsidenten, den Sie da haben? Wir haben uns in den USA praktisch eine zweite kleine Heimat geschaffen und wenn ich auch da bin, muss ich sagen, fühle ich mich sehr wohl. Ich habe, das darf ich gar nicht sagen, aber ich habe zum Beispiel mein deutsches Federbett mit nach Amerika genommen, was da auch bleibt, einfach weil ich koche da sehr deutsch, ich habe sehr deutsch eingerichtet und das ist, und man hat natürlich, ich war jetzt Weihnachten, ich habe 25 Grad, ja, ich habe den einen Hund dabei gehabt. Es ist wunderschön. Es ist praktisch wie Sommer und Gegend ist schön. Es ist gut. Ich kann es verstehen. Ihr Mann ist Amerikaner und somit
lebt sich das schon ein wenig einfacher als für den Otto-Normalverbraucher. Ne? Nochmal zurück auf die Herbstzeitlosen. Wie viele Mitarbeiter haben Sie eigentlich dort, die Sie tatkräftig und eigentlich zuverlässig unterstützen? Zuverlässig ist auf jeden Fall das Richtige. Es sind sieben Personen und ich muss auch sagen, wir haben inzwischen von diesen, wenn ich sage eben 800 Leuten, die wir haben, eben das ist ein Verteiler, sowohl per Mail als auch die bekommen die Post immer noch auch nach Hause geliefert, weil ich immer finde, ich habe gern was in der Hand, genau wie ich eine Tageszeitung gerne in der Hand habe. Also es gibt immer noch, dass die das nach Hause geliefert bekommen. Und also wir haben auch eine Gruppe, wir sind sehr vernetzt. WhatsApp, wenn Ihnen das schon was sagt. Ja, WhatsApp, klar. Genau. Ja. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die ist also rappelvoll mit 200 Mitgliedern. Und ich habe zum Beispiel jetzt für den Neujahrsempfang sind mir zwei Leute ausgefallen. Und dann habe ich eben geschrieben, wer hilft mir denn? Und von diesem großen Pulk haben sich sofort 5, 6, 7 innerhalb von 2 Minuten gemeldet. Das glaube ich schon, ja. Und das aber ist mein, schön, ja. Wissen, ich rechne jetzt dabei, wenn Sie, ich habe das auch geschrieben, Sie waren irgendwo an einem Weihnachtsmarkt, Sie waren in Gengenbach im Adventskalender, aha, Sie haben das Tropenmuseum in Bad Säckingen besucht und so weiter. Aber ich weiß, Sie sind auch immer dabei, ja, aber es gibt Leute, die Sie haben in Ihrer Gruppe, die sich da noch ein wenig besser auskennen, die Informationen liefern können. Genau. Ist das so, ja? Ja. Das sind alles so Mitarbeiter für Sie. Ganz genau. Also ich habe auch Leute gerade für, wenn wir Exkursionen haben, habe ich jemanden, da ist der Hans-Peter Vollmer. Oder wenn ich irgendwie woanders hingehe. Also ich habe immer irgendwie Leute, die, wo ich sage, könnt ihr mir das machen, könnt ihr euch vorstellen? Und die kommen dann Und die kommen dann und das klappt dann sehr, sehr gut und sind natürlich auch inzwischen integriert und die Herbstzeitlosen freuen sich auch, wenn sie sehen, dass der oder diejenige wieder was anbietet. Und das jetzt haben Sie wieder was Neues und zwar die sogenannte Gourmet-Exkursionen. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Habe ich gesagt beim Hobby, dass ich auch gerne esse, dass ich auch sehr gerne esse. Sie essen gerne, ich das ist gar nicht. Danke. Wo stecken Sie das hin? Ist vielleicht E-Bike. Ah, genau, E-Bike, ja. Ja, ich trinke auch gerne einen guten Wein, muss ich sagen, und gehe auch gerne essen und denke immer, und so im Gespräch habe ich mitbekommen, das geht vielen Leuten auch so. Ich mache immer, jedes Semester gibt es mindestens ein schönes Event, einen Abend, einen Nachmittag, wo man schön essen geht. Und das läuft gut, ja? Ganz, ist schön, ja. Ja, eben. Leute sind begeistert. Die Leute sind begeistert. Wow, wunderbar, was wollen Sie noch mehr, oder? Das ist, ja. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Was haben Sie denn eigentlich sonst noch alles in Ihrer Wundertüte, dass Sie jetzt noch auspacken? Können Sie da irgendwas verlauten lassen schon? Ja, es gibt natürlich immer so ein paar Ideen, wo man denkt, das möchte man. Also erstmal fürs kommende Semester, muss ich sagen, bin ich ja eigentlich ganz stolz drauf, dass wir es geschafft haben, dass ich es geschafft habe, die Münsterbauer von sowohl von Freiburg, die Yvonne Faller, als auch von Basel, den Andi Hindemann, und auch von Straßburg, den Erik Fischer. Also das gab es noch nicht, dass die drei zusammenkamen. Und gerade Basel hat jetzt diese große Jahrfeier und Straßburg, und dass das wirklich geklappt hat. Solche Sachen, wo ich immer denke, das ist was, hätte ich vor 2, 3 Jahren nie gedacht, dass nie die gedacht, zu den kleinen Herbstzeitlosen kommen. Ja. Ich hoffe es. Hilft Ihnen eigentlich Ihr Mann auch dabei? Unterstützt er Sie? Oh. Doch, doch. Ja, das tönt nicht sehr. Nicht doch, sehr. Er lässt mir. Überzeugend, aber lässt den freien Lauf. Wollte ich gerade sagen, er lässt mir freie Hand, genauso wie die Volkshochschule auch praktisch mich walten lässt, in dem Rahmen natürlich, aber das. Was wollen Sie mehr? Sie können schalten und walten, wie Sie wollen. Sie können alles einteilen, wie Sie wollen. Ja. Sie haben einen Mann, der mitmacht und sich das anschaut auch und sagt, okay, das braucht sie, die Caro, also soll sie das haben. Caro, ich muss Folgendes sagen, ich danke für das Gespräch, das wir jetzt eigentlich müssen beenden. Ja. Es war sehr interessant, sehr aufschlussreich, also für mich auf jeden Fall und für die Zuschauer hoffe ich auch. Ja. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, gutes Gelingen, was die Herbstzeitlosen anbelangt, denn das ist ja Ihr Kind, oder? Quasi, das hört sich immer an, ja. Dass das immer gut gelingt und dass da nichts in die Hose geht. Somit sage ich herzlichen Dank, dass Sie
da waren und mit mir gesprochen haben. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Das war ein ganz nettes Gespräch. Euch, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wenn ihr interessiert seid, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Da würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, Dankeschön.